Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Gilded Challenge, meine Lieben. Wir sind am immer noch am Livestream Montag und inzwischen in der zweiten Folge. Natürlich immer noch am Stroh einsammeln und sind wir auch noch im Moment, wie ihr seht. Natürlich wie immer dabei Exeltin und Freezy. Und ich habe vergessen, meinen Collector anzuschalten. Mal gucken. Ah! Die Vorhersage ist vorbei. Das S war am Start, gell? Ja. Oh, na gut, dann haben die gewonnen. Gesagt haben. Er schreibt's. Am Ende hat das wieder irgendeiner geleakt bei ihm im Chat. Und die haben gesagt, boah, Tino, die wetten da drüben auf dich, dass du das S wieder vergisst. Hat jemand alles verloren? Nee, es ging ja ums Start. Es ging ja ums Start. Ein Satz verdoppelt. Na, guck mal. Also die an Tino geglaubt haben, haben triumphiert. Die anderen leider nicht. Oh, wie viel war's? Wie viel war's? Hau raus. Oh, 14.700. Ich habe streng genommen keinen Plan, wie lange man braucht, um das zu sammeln. Aber, boah. Was macht man jetzt mit 68k? Ja, wir machen immer mal ein paar witzige Abstimmungen. Wenn ihr Ideen habt aus der Ausnahme raus, oder vielleicht der Chat in YouTube, wenn ihr Ideen habt, für was man so alles Abstimmungen machen kann im Livestream, haut ruhig mal raus. Ich lese mir das durch. Dann können wir die ja mal mit einbauen. Dass wir hier mal ein paar Kanalpunkte wasten. Weißt du, was auch richtig ungünstig ist, wenn man zum Anfang einer Folge aufs Klo muss? Naja. Ich habe für eine kleine Überraschung gesorgt für die Aufnahmesession heute. Ich bin mal gespannt, wie sie ankommt. Die hat mit der Besetzung zu tun. Vielleicht hat es ja jemand, der im Stream hin und her springt bei den Leuten, vielleicht hat es ja schon einer mitbekommen. War meine Idee. Das klingt jetzt so, lob mich. Aber ich bin tatsächlich stolz auf die Idee. Weil ich glaube, das kam richtig gut an. Wette, wie viel Stroh du reinholst. Mehr oder weniger 500k. Dauert allerdings etwas, bis das Ergebnis hast. Mehr, es ist ja jetzt schon mehr wie 500. Ah, ne, ist es nicht. Aber, ja, da kommt ja das Feld da hinten noch dazu. Ich weiß nicht, ob ich schon welches drin hatte. Ne, ich glaube, das ist nicht so geil. Tschüssi, servus. Hi. Nicht unbedingt. Ich kann wetten, jedoch kann ich dann das Ergebnis der Vorhersage nicht wählen. Achso, ja, stimmt, klar. Kann es sein, dass ich Commander Keule vernommen habe? Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin in der leeren Spur. Was ist da los? Jetzt können wir auch mal die Messerwalze losschicken, sehe ich gerade. Die kann jetzt auch schon anfangen. Achso, da ist der Drescher, weil hier unten ist noch ein Stückchen. Muss er natürlich noch wegmachen. Alter, Maulschwabbel, Alter. Dafür lässt ihr mir jetzt hier ein Geschenksab da. Für die Frechheit, Kollege. Warte, ich sag's dir, für wen? Ja, Alter, ich finde keinen, der keinen Sub hat, Alter. Was seid denn ihr für verwöhnte Bengel? Alle mit Sub hier. Mann. Wer hat keinen Sub? Einmal melden, der bekommt von Trouble eins geschenkt. Der Erste, der sich meldet, bitte ich, kriegt... Ach, guck mal, Michi. Michi21-. Trouble, du kennst deine Aufgabe. Für diese Frechheit. Das ist ja in meinen Stream kommen und sich über mich lustig machen. Mache ich das denn bei dir?
Achso, du streamst ja nicht. Moin, Firefox. Firefox, Alter, nutze ich auch nie. Ach, guck mal, Tatze übernimmt das. Vielen Dank, Tatze. Und, ja, kann ich nicht, weil da unten, da, guck, da wo er jetzt hinfährt, da ist noch Zeug, da würde der drüber häckseln. Wenn das weg ist, kann ich's. Weil ich hätte oben starten können, aber ist ja auch Quatsch, nach oben zu fahren, nach unten, ja. Mache ich jetzt sofort. Ich schaue über Firefox, ja. Ich weiß nicht warum, aber ja, nie. Ich bin immer schon Google Chrome gewesen oder Safari halt auf meinem MacBook. Aber viele verpönen auch Google Chrome, also. Ich glaube, eigentlich sind sie sich nur alle, dass Edge scheiße ist, oder? Sorry an die Leute, die Edge benutzen. Vielen Dank, Tatze, für das Geschenk von Firefox. Düngen, dann walzen. Ach klar, ich hätte ja schon düngen können. Pflügen müssen wir nicht, nein. Also. Meiner Meinung nach nicht, ne. Ne. Abgeerntet ist er. Gepflügt ist es nicht. Achso, warte mal hier. Ist nicht. Gedüngt. Oh, Kalk. Ah. Wie mache ich denn das? Dann mache ich erst Kalk. Dann Dünger. Ja, genau. Erst Kalk, dann Dünger. Oder? Dann Messerdingsbums und ja. Also kalken müssen wir noch. Scheiße. Wann mache ich Kalk? Mache ich Kalk vorm Dünger einfach und fertig? Kalk, Dünger, Walze. Genau. Ja, okay. Super. Mache ich so. Ja. Ja. Da muss ich zwar jetzt wieder umladen, aber was soll's. Gehen halt wieder ein paar Packeln im Hof rum, ne? Was soll's? Was soll's? Na toll. Oh, das Düngerkalkwalze. Düngerkalkwalze. Oh mein Gott. Meine Fresse, Alter. Das scheppert aber auch. Düngerkalkwalze. Sollte keinen Unterschied machen. Ich finde halt, du siehst den Dünger cool, weil dann der Kalk verschwindet, ne? Finde ich immer cool. Ach, ich bin voll. Ja. Okay. Gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall, schicken wir jetzt den Kalker los. Dann kann der schon mal starten. Dann sammle ich weiter ein. Oh, ich muss so dringend pinkeln. Ich bin so bescheuert. Warum gehe ich in der Pause nicht pinkeln? Ich glaube sowieso, dass das Start-Stopp jetzt einfach durchfliegt. Vor allem jetzt, wo ich gesagt habe, vorproduzieren. Oh, ich bin aber auch ein Vollidiot. Ey. Wie konnte ich das denn vergessen? Wie konnte ich das denn vergessen, Alter? Was? Sag das nicht, ey. Gleich fange ich wieder überall einzuschlagen. Christian, servus! So, warte mal. Der Kalk ist da. Also beziehungsweise der Dünger. Müssen wir jetzt halt ausladen. Knallen wir uns hier vor den Stall erstmal kurz. Wahrscheinlich steht er dann safe mitten im Weg für irgendwas. Guten Tag, sitzt du doch im Funk? Ja. Super, ich wäre fertig. Sehr schön. Wie viel kam rum? Also der Anhänger, der hier in der Ecke steht, ist voll. Ja. Der Krampe ist fast voll. Ja. Und hinten bei dem Doppelgespann der erste ist fast voll. Ich habe jetzt leider keine Summe. Nö, das hört sich doch mal gut an. Das hört sich doch gut an. Ja, sehr schön, dankeschön. Ja, gerne, dann rücke ich jetzt ab. Ey, warte mal, ich bräuchte noch einen, der Paletten lädt. Ich würde kurz die Dispo anrufen und fragen, ob sie einfach hier bleiben, bevor sie jetzt hin und her eiern, oder? Ja, könnt ihr machen. Ja, dann mache ich das eben. Gleich wieder da. Jo. Kommen wir an Lohn, dein Leben, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans. Der Typ, nicht der Typ, das hört sich so falsch an. Die wundervolle Person, die bei mir gedroschen hat, ist fertig. Ja. Und würde jetzt wieder abreisen.
Ja. Der Umwelt zuliebe und der Effizienz zuliebe ihres Unternehmens war mein Gedanke. Kann er nicht einfach bleiben und mit meinen Geräten die Paletten verräumen auf dem Hof und danach erst abreisen? Weil sonst müsste er jetzt runterfahren und kommt dann wieder hoch, so in der Art und Weise. Ja, ja, klar, das können wir machen. Okay, gut, dann sage ich ihm das, ja? Dass, ja. Sie, dass das von der Dispo freigegeben ist. Ja, können Sie gerne machen. Alles klar, danke schön. Gerne. Jo, ciao. Tschüss. Herr Bruch, Beinbruch? Ja? Ja, es ist genehmigt von der Dispo. Sie müssen nicht erst abreisen. Ich habe hier einen Gabelstapler auf dem Hof stehen. Der steht zwischen der Schafweide und den Schafställen. Ja? Da sind ganz viele Schafpaletten. In den Ställen und an der Weide, wo der gerade steht. Ja? Und die müssten in das Palettenlager... Ja, komm, ich zeige Ihnen das eben. Lass jetzt den Drescher am besten nicht auf dem Feld stehen, weil das bearbeite ich direkt weiter. Ja. Aber Sie können das ja hier unten beim Kuhstall hinstellen, den Drescher oder so. Ja, ich komme her. Oder da vorne, wo der Anhänger auf der Ecke steht, da ist ja auch Platz. Mache ich. Zeige ich Ihnen das gleich mal. Ich schicke jetzt hier nur kurz den Hofhelfer los. Zeig ihm, was er machen soll. Behaupten, dass das nicht ausreicht, die Menge an Kalk. So. Macht er jetzt aus, wenn er hier wartet? Er fährt einfach dagegen. Oha! Wow. Das war ja Maßarbeit. Tiere kaufen. Tatsächlich. Welche habe ich denn genommen? Die da, ne? Sieht aber ganz schön gecrampt aus. Ja. Ja. Bin auf dem Weg. Ah, das frische Stroh, das riecht ja so gut. Ja, das stimmt. So, ein Kugelhorn. Wie viel, kennen Sie sich mit Hühnerhaltung aus, Herr Bruchbein? Nee. Beinbruch? Nein. Ich habe mir überlegt, wie viele Hühner man wohl mit einem Hahn. Aber eigentlich kenne ich das mit nur einem Hahn. Ja, ein Hahn sollte eigentlich für eine große Gruppe reichen. Für 29 Hühner ein Hahn reicht doch, oder? Ja, definitiv. So. Oh. Oh ja. Chick, chick. Chick, chick. So. Jo. Also hier hinten, dieses Blechgedingsbums ist der Palettenlager. Ja. Die werden einfach hier angenommen. Ah, okay. Und hier hinten... Bei den Obst- bzw. Gemüsebeeten mal immer hier über die Hecke gucken. Da stehen die Paletten für Honig. Bitte nur die vollen abtransportieren. Sehen Sie die hier hinten? Ja, die sehe ich. Genau, nur die vollen. Angebrochene können ruhig stehen bleiben. Ist nur eine in dem Fall. Ja. Und dann ist hier die Haupt... dann gehen wir mal hier lang. Die Hauptaufgabe wird sein... wir klettern mal hier über die Hecke. Einmal hier die vollen Paletten. 1, 2, 3, 4. Dann hier hinten, das wird das ekligste sein. Hier sind, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vollständige. Und logischerweise hier hinten auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Ja. Kabelstapel haben Sie gesehen, dann einfach, ich könnte ihn, obwohl... Ich weiß es nicht. Soll ich einen Aufleger hier herstellen, dass sie den Aufleger beladen, dass ich den rüberfahre oder einfach mit dem Gabelstapler hin und her? Ich glaube, ein Aufleger wäre schon gar nicht schlecht, ne, bei der Menge. Dann stelle ich den Aufleger hier vorne rein, ne? Ja, ist in Ordnung. Oder hier vors Tor. Oder hier vors Tor. Ja. Wobei, dann ist es ja auch nicht mehr weit. Dann ist es auch nicht mehr weit zum... Ich kann eigentlich auch fahren. Ich fahre. Ich stelle den Aufleger trotzdem vorne rein. Für die Stelle die 8 Paletten vielleicht. Oder man ist ja auch schnell zwischen den Stellen durchgefahren von der Weide aus. Ja. Dann, ja, mache ich. Stelle ich den kurz dahin.
Du viel Wolle. Ja, ja, die sind fleißig, du. Was sag ich dir, du? Die sind fleißig, die Jungs. Mädels. Ah, da kommen wir nicht rum. So. Oh, das wird doch nicht. Ich muss hier durchfahren gleich. Warte mal. Fahr mal rein einfach. Einfach gerade unter die Paletten durch. Dann komme ich hinten lang. So, schieb noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja. Yeah. Millimeterarbeit. Ja. So, dann stelle ich den hier rein. Die Einfahrten sind schon eng teilweise. Ja. Mein Mann, Mann. Junge. Man hat den Lack zittern sehen. So, dann stelle ich den hier ein bisschen, naja, sind wir dahinter noch. Was ist das so? Ja gut, habt ihr ihn hingestellt, dann kannst du den vollknallen. Von den Stellen her ist das auf jeden Fall günstiger. Und vielleicht nimmst du sogar die Paletten von der Weide noch damit dazu. Gudi, dann mach ich mal weiter, wa? Jo. Bis denn. Ich melde mich. Ich bekomme noch eine Subvention, ja. Ja, hallo, Franz Gründlich. Ja, Schneegans, hallo. Ja, hallo, Herr Schneegans. Herr Gründlich. Ja. Ich hätte mal eine Frage. Fragen Sie. Ich kriege eine Subvention, wenn ich Tierställe baue, gell? Das ist richtig. Und irgendwas geschenkt an Tieren bei der ersten Befüllung. Was haben Sie denn für einen Stall gebaut? Ich habe einen Schafstall gebaut und ein Hühnergehege. Und hab die gerade bestückt mit 1A Tieren. Tiere waren aber nur bei Kuhstellen dabei. Echt? Ja. Ich hatte mal gehört im Buschfunk, dass der Herr Ferser mal Bienen angefordert hat als. Ja, und ich hab ihm als Gag 10 Bienen angeboten. Ah, okay. Nee, okay, ist alles in Ordnung. Also kriege ich für die Stelle quasi eine Subvention. Genau, für die Stelle. Okay, dann würde ich Ihnen kurz durchgeben, was mich der Spaß gekostet hat. Ja. Der Schafstall war bei 51.000. Ja, Baubodenanpassung ein bisschen, aber das können wir jetzt weglassen. Und der Hühnerstall war bei 6.000. Also reden wir von 57.000. Okay, weiß ich Bescheid. Also dann haben Sie ja jetzt mittlerweile 3 Schafställe, oder? Ja, zwei große und einen kleinen noch. Ah, ja. Wieso? So, irgendwas hatte ich im Kopf, dass sie schon mal Schafe gebaut hatten. Ja, ja, ich habe 2 Schafställe gebaut hatten, genau. Das war der Anfang, der Anbeginn meiner Tierkarriere. Meine 2 Schafställe. Muss ich quasi mal wieder zu Ihnen hochkommen und mir mal wieder in den Hof anschauen. Oh, müssen Sie unbedingt. Ich hab extrem expandiert. Weiß ja gar nicht, wann ich auf dem neuesten Stand bin. Weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal da waren. Was ist denn hier los? Das ist ja schon, bestimmt schon einen Monat her, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht. Kennen Sie meine Gemüsebeete schon? Nein, die kenne ich auch mein noch. Mein neues Holzbienenhäuschen? Ich glaube, das habe ich schon gesehen, ja. Meine große Hohmann Unterständhalle? Ja. Mein silbernes Silo? Ja. Ja, okay. Dann, aber da habe ich massiv ausgebaut, genau an der Stelle. Ah, okay. Ja, dann komme ich mal vorbei. Ja. Jetzt dann demnächst in der Stadt und dann schaue ich mal bei ihm vorbei und schaue mir das an. Ach na, ich habe noch eine Schafweide, fällt mir gerade. Aber beziehungsweise ich sehe sie gerade. Eine große Schafweide. In den 3 Stellen. Ja. Ah, gut. Ich überweise Ihnen das dann, wenn ich da bin. Genau. Super, das ist sehr lieb. Dankeschön. Cool.
Gute, bis dann. Passt. Bis dann. Ciao. So, mit, ey, das läuft doch heute. Sag mal, Leute, oder? Hör mal. Krass. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Tiere versorgen. Es hilft nicht. Was macht unser Kalk? Kalk? Der Kalk. Wunderbar. Wunderbar. Kalk. Okay, ich glaube, das reicht. Obwohl, wir lassen mal laufen. Oh, ich lass mal laufen. Ich muss so dringend pinkeln. Aber wir sind schon bei 20 Minuten. Zwischen den Folgen gehe ich gleich. Oh. 66 wunderbare Menschen haben den Weg in meinen Stream gefunden heute. Das freut mich riesig. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Und der Herr Stopp. Ja, Herr Casio. Bereibt Stopp. Laufen lassen, genau. Warum, ey? Hä? Warum kann ich das dann nirgends abkippen? Aha! Oh nein! Scheiße. Kann ich nicht Kornschieber machen oder so? Ja, da. Vielleicht hätte ich das bei... Vielleicht hätte ich das bei Dings auch machen müssen. Bei den... Allein's. So, wo ist jetzt mein neuer Schafstall? Hier. Dem geht's jetzt gut, ja? Wunderbar, wunderbar. Oh, ach, er hat das S bei, Top, bei Stopp vergessen. Okay, ich gehe jetzt aufs... Achso, ich muss das mal abmoderieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Und schaut bei dem anderen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.